Moin Leute, Easy B-Box, zu Hause imkern, also selber im Garten Honig produzieren, das ist doch richtig köstlich. Das gucken wir uns mal an, wird vorgestellt in der Höhle der Löwen am Montag. Und hier vorab erhaltet ihr schon alle Infos zur Easy B-Box. Mit Dennis Wittus werde ich das Produkt genauer unter die Lupe nehmen und wir werden euch auch sagen können, wird da jemand investieren und wer wird investieren. Ja, moin Dennis. Moin André. Hier auf deiner Wiese. Ich hab's euch im Intro schon verraten, aber Dennis weiß noch nicht, worum es geht. Ja, und es ist total spannend. Wir haben ja letzte Woche schon fünf Vorstellungen besprochen und sich das dann im Nachhinein anzugucken. Ich sehe ja nicht, was die da präsentieren, sondern du erzählst mir nur über die Produkte. Also da waren viele Sachen, die haben wir ganz richtig rausgefunden und einige Sachen, die waren auch falsch, weil die einfach was anderes irgendwie präsentiert haben. Mhm. Das haben wir uns anders vorgestellt. So ist das. Und jetzt gebe ich dir nur ein Stichwort. Ich sage dir nur, wie das Produkt heißt und du kannst schon mal raten, was du denkst, was das ist. Ja. Also, bist du bereit? Ja. Das Produkt heißt Easy B-Box. Easy B-Box. Ja. B-Box. Ich kann dir einen Tipp geben, da sitzen wir hier auf dieser Wiese schon gar nicht so verkehrt. Genau, das wird irgendwie, ist ja Artenvielfalt ein ganz großes Thema und Bienen sterben und es gibt diese Rent a Bee, wo man sich Bienen mieten kann. Das ist bei so Unternehmern, die so auf Nachhaltigkeit setzen, ja, so ja, ganz groß im Kommen. Also E-Auto, Rent a Bee, ja, und so, das passt alles zusammen. Und vielleicht ist das jetzt ein Imker-Set für jedermann. Das gibt's ja nicht. Das ist genau das. Das ist ein Imker-Set, eine Easy B-Box für jedermann. Das ist so eine Holzkiste, so ungefähr so groß, vielleicht so 1,5 Meter irgendwie so hoch, unterteilt in 3 Zonen. Und in jeder Zone wird dann so dieser Prozess der Honiggewinnung vorangetrieben. Und das ist wirklich für zu Hause gedacht. Also man braucht nicht so eine riesen Wiese, auf der wir gerade sitzen, sondern du kannst das wirklich auch auf dem Balkon machen, in einem kleinen Garten und kannst da dann lustig losimkern. Und ich glaube auch, dass das hier, gerade jetzt, ne, wo die Leute ja mehr zu Hause sind, ihren Garten schön machen. Du merkst das ja auch in deinem Markt, dass dort mehr Bedarf ist jetzt, oder? Um also sich das schön zu machen. Cocooning war ja so der Trend der 80er Jahre. Und jetzt heißt es, glaube ich, Homing. Das Zuhause schön machen, das ist gerade natürlich in Zeiten von Corona, wo man nicht wegfahren kann, ein Megatrend. Allerdings stellen sich mir da jetzt so ein paar Fragen. Das sind ja Tiere, das sind ja Lebewesen. Und das ist ja, die muss man ja artgerecht halten. Mit denen muss man ja vernünftig umgehen. Und normalerweise braucht man, wenn man irgendwie Tiere halten will, ganz häufig einen Sachkundenachweis oder sonst was. Mhm. Und es gibt das Veterinäramt und so. Kann wirklich jeder jetzt, wenn jeder Hans und Franz sich da jetzt sein Bienenvolk hält, wie ist sichergestellt, dass der das auch richtig behandelt? Ich weiß, der Imker, der geht dann da ja mit Dampf irgendwie oder mit Rauch irgendwie bei und dann muss er die Bienenstöcke den wegnehmen und das Ganze schleudern. Mhm. Dass das so jeder kann, das hätte ich bisher so nicht gesehen. Ja, da habe ich auch so meine Zweifel. Da müssten wir gleich nochmal auf die Webseite schauen, wie das da erklärt ist, wie das funktioniert. Was ich dir schon mal sagen kann, was auch ganz sympathisch ist, die kommen hier sogar aus unserer Nähe, nämlich aus der Nähe von Walsrode, aus Bad Fallingbostel. Das sind also auch Nordlichter, die sich das überlegt haben. Und wenn du dir so eine Box bestellen möchtest, kostet dich das, was schätzt du, was kostet so eine Holzkiste? So eine Holzkiste mit Bienenvolk. Oder ich frage mal anders, was wärst du bereit dafür zu bezahlen, um zu Hause ein vollwertiges, eine Bienenfarm aufzubauen und deinen eigenen Honig zu produzieren? Was wäre das wert? 499 Euro. Ja, 299. Siehst du? Und Versand aktuell kostenlos.
Ich weiß nicht, ob das nur eine Aktion ist für die Show, die jetzt am Montag kommt. Aber man ist jetzt mit 299 € dabei und Lieferzeit sind so knapp 3 Wochen. Wo kommen die Bienen dann her? Das ist eine gute Frage. Ich schaue mal auf die Webseite. Ach so, okay, man muss sich, also es ist doch nicht so, dass einfach da irgendwie eine Biene reingeflogen kommt und dann kommt die zweite und so weiter. Man muss sich da schon wirklich so ein Volk anlegen oder irgendwo herholen. Also man kauft nur die Box und dann darf man hinterher gucken, wo man sich das Bienenvolk herkriegt. Genau, so ist das, ja. Und dann 2 Jahre dauert das, bis du erst Honig ernten kannst, bis du richtig imkern kannst. Das ist ja so, als wenn die dir einen Stall verkaufen, ja, und du hast aber noch gar kein Pferd. Ja, das ist also einfach nur die Box. Hattest du angenommen, als du gesagt hast, 499 €, dass das komplett ist mit Bienenvolk und allem? Ja. Aber wie soll man sowas verschicken? Das geht ja gar nicht, ne? Komplett mit Bienen? Das ist schon... Also meine Tochter hat jetzt Schmetterlinge bestellt. Aha. Und da kriegt die jetzt Raupen. Da kriegt die irgendwie, ja, Raupen. Aber zuerst kam das Set und für diese Schmetterlinge, diese Raupen, hat sie dann Gutschein gekriegt. Das ist wahrscheinlich mit Lebendtieren... Tiere zu verkaufen ist wahrscheinlich schwierig irgendwie. Ja. Wahrscheinlich gelten da andere Gesetze, kann, ja, ich mir vorstellen. Auf jeden Fall finde ich, das schmälert natürlich die Chancen, wenn das nicht all-inclusive ist. Also wenn man dann noch losgehen muss, sich Bienen besorgen muss und wenn nicht ganz klar ist, wo man die Bienen dann herkriegt. Exakt, ja, das ist so. Denn es werden auf der Webseite ja verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. 3 erstmal schon an der Zahl. Frag Freunde und Bekannte, geh zum Imker, geh zum Verein oder Vermittlungsplattform. So, wenn ich jetzt, nehme ich mal Variante 1. Ja. André, ich brauche eine Biene. Ja, dann sage ich, keine Ahnung. Vermittlungsplattform. Ja. Ja, guck ich ins Internet, gehe ich zum Imkerverein. Leider steht dort auch nicht mal, welche Vermittlungsplattform. Es ist auch dort kein Link drauf, wo du mal eben klicken kannst und nutze diese Plattform. Also sind schon diverse Hürden, um damit richtig zu starten. Das Produkt kann man jetzt aber schon kaufen. Das Produkt kannst du jetzt kaufen. Ist auch nicht ausverkauft oder gesperrt. Ah, ich merke, du bist schon auch langsam Profi. Ja. Ist nicht gesperrt, ist nicht ausverkauft. Und jetzt kannst du es ja auch schon mal sagen, was du dir da gerade denkst, wenn es direkt schon bestellbar ist. Wer fällt dann schon mal aus? Dann fällt Ralf Dümmel aus. Das ist genau, richtig. Weil normalerweise macht man dann so einen Shop, den macht man fertig und schaltet ihn online oder gibt die Bestellung frei, Montagabend 20.15 Uhr, wenn die Sendung läuft. Ja, manchmal auch ein paar Stunden vorher, aber an dem Montag wird der Shop dann erst geöffnet. So, das ist jetzt ein Indiz für, dass vielleicht auch keiner investiert hat. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie groß ist das Marktvolumen? Wie viel Geld kann man damit verdienen? Was haben die für eine Spanne an so einer Holzkiste? Und ist das über Jahre und Jahrzehnte tragfähig, so ein Geschäftsmodell? Um das Produkt einmal so durch die Supermärkte zu jagen, ist es wahrscheinlich nichts. Nee, das ist kein Supermarktprodukt. Ist das ein Produkt für die Baumärkte? Und Gartencenter? Vielleicht, ja, da könnte ich mir das noch vorstellen, in so einem Gartencenter. Ja, aber das sagt doch jeder, oder in so einem, der da steht, sagt, oh, eine Bienenkiste, Bienenvolk, das möchte ich auch mal gerne haben. Ja, und dann läuft er zum Verkäufer und sagt, und wo kriege ich jetzt die Bienen her? Und dann... So wie ich. Ja, die fliegen ihnen bestimmt schon zu. Ja, ich könnte mir das Produkt auch gut in so einem Wittus Hammermarkt vorstellen. Da könnte man das doch auch gut verkaufen. Müssen wir nur lange genug warten, kommen die Bienen von selber. Ja. Also, was mich ein bisschen irritiert ist, auf der Webseite steht, das ist alles so super easy. Man kann sofort loslegen, jeder ist sofort Imker und kann seinen Honig fertig machen. Und wenn man dann genauer nachliest, stellt man fest, die Frage, die du gleich am Anfang als erstes gestellt hast, wo kommen denn die Bienen her? Das wird dann irgendwo, muss man sich wirklich schon ein bisschen sehr weit durchwühlen auf der Webseite. Und das finde ich nicht so gut, dass man da überhaupt erst so weit wühlen muss, um das Wichtigste zu finden. Ne? Nach all dem, was ich über Bienen weiß, das ist nicht viel. Aber wenn ich mir das angucke, was so ein Imker da alles machen muss und was das für ein Hobby ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das so nebenbei macht. So da im Garten so eine Kiste hinstellt und ich bin jetzt auch Imker. Ja. Das ist, nee, das sehe ich nicht. So, willst du wissen, was die Gründer für das Produkt haben wollen? Was soll in dem Geldkoffer drin sein? Willst du das wissen? Ja. 150.000 € für 15% der Firmenanteile. Würdest du investieren? Nein.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der Löwen den Deal eingeht. Vielleicht wollen die auch nur Aufmerksamkeit, ja, und wollen nur in die Show. Das kann ich mir bei dieser Episode vorstellen, denn die Bewertung ist schon sehr hoch. Das ist ja, es geht ja fast an 1 Million ran. Wie viel Umsatz machen die jetzt? Unternehmenswert. Konnte ich nicht rausfinden. Aber du kennst ja auch immer meine Einstellung dazu. Ich gucke auch mal ein bisschen auf den Social-Media-Kanälen, was da passiert ist. Da ist nicht viel passiert. Kaum mehr als 300 Follower bei Instagram. Daran siehst du schon, da ist keine große Community dahinter. YouTube haben sie einen Kanal, da sind 5-6 Videos drauf mit nicht besonders hohen Klickzahlen. Du siehst auch nicht, wie viele Abonnenten, das haben sie versteckt. Da ist nicht viel. Wenn da viel passiert, viel verkauft worden wäre, weil das ist ja so ein Produkt, wo du Leute auch mit begeistern kannst, wo richtig eine Community entstehen kann. Ne? Und wenn das der Fall wäre, das oft verkauft worden wäre, wäre diese Community da und die würden sich auch irgendwie Kanäle suchen, die da sind, wie Instagram, YouTube, und würden dann da aktiv kommentieren. Ja, also ich glaube, das wird nichts und keiner investiert der Investoren. Ja. Es geht rein um Marketing. Genau, das sehe ich auch so, da wird keiner investieren. Die Bewertung ist sehr hoch für eine Holzkiste ohne Inhalt. Wenn die im Baumarkt verkauft würde, könnte ich mir da auch gleich die Bretter kaufen und das zusammennageln, ne? Ja, also 499 Euro habe ich gesagt, ja. Bin davon ausgegangen, all in, mit Bienenvolk kannst gleich loslegen. Mhm. Aber allein der Umstand, dass erst die Holzkiste kommt und dass man sich dann gucken muss, wo man die Bienen herkriegt, das halte ich für nicht marktfähig. Oder also, ich glaube nicht an das Produkt. Ich würde nicht investieren und ich glaube auch nicht, dass jemand in der Show investieren wird. Wird aber sicherlich gute Aufmerksamkeit auf das Produkt ziehen. Es werden sich einige bestellen. Es ist ja auch bestellbar. Und dann werden die vielleicht damit ein bisschen was verkaufen. Ich glaube aber auch dennoch nicht, dass das große Produkt wird, wo man ein Geschäft aufbaut, was sich wirklich lange im Markt hält. Das hört sich nach einem netten Hobby für nebenbei an. Ja, dann machen wir BAM. Und damit sind wir raus. BAM!